Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. 5 Themen werde ich heute ansprechen. Das erste ist, ich werde mich nochmal mit dem Gipfel von Seoul beschäftigen. Zweites Thema ist nochmal die Rente ab 67. Ein drittes Thema ist sehr aktuell die Debatte um die 1-Euro-Jobs. Viertes Thema Bundesparteitag der CDU und das letzte Thema dann Vorgänge der eigenen Partei. Als erstes zu Seoul. Aus unserer Sicht war das alles andere als ein Erfolg, sondern Deutschland hat bei diesem Gipfel die Rolle eines Blockierers gespielt. Es waren letztendlich Absichtserklärungen, die dort verabschiedet wurden, ohne jeden Wert. Keines der zentralen Probleme wurde gelöst, keines. Der Vorschlag von Geithner, nämlich ein handelspolitisches Friedensangebot vorzuschlagen, wurde leider nicht akzeptiert. Und auf diesen Punkt möchte ich jetzt noch mal genauer eingehen. Es ist aus unserer Sicht absolut unakzeptabel, dass einige Länder, darunter Deutschland, ganz besonders auch Deutschland, letztendlich ihren wirtschaftlichen Erfolg auf Kosten der anderen Länder durchsetzen. Und das tun sie dann, wenn sie durch extremes Lohndumping, wie in der Bundesrepublik passiert, sich Vorteile in der internationalen Konkurrenz verschaffen, an denen alle anderen letztendlich zu knappern haben. Sie könnten entweder denselben Weg gehen, ebenfalls Sozialleistungen drastisch kürzen, Löhne drastisch nach unten reduzieren, möglicherweise im sozialen Bereich, auch was die Renten angeht, unseren Weg folgen, um sich diese Nachteile auszugleichen. Aber das ist aus unserer Sicht eben nicht der richtige Weg, sondern der Vorschlag, den die Amerikaner gemacht haben, nämlich feste Obergrenzen zu vereinbaren für das Verhältnis von Exporten zu Importen. Nämlich, dass die Leistungsbilanz eben nur einen bestimmten Betrag über den Importen liegen darf. Das ist wichtig. Das ist deshalb wichtig, weil es nur so geht, internationale Handelsungleichgewichte auszugleichen. Und ich bin überzeugt, dass die anderen Länder, übrigens auch in Europa, es nicht akzeptieren werden, dass Deutschland letztendlich bei weitem mehr exportiert, als sie bereit ist, von anderen Ländern zu importieren. Das werden sich die anderen, Frankreich ist ja schon eines der Länder, die da heftigst protestiert haben, es wird auf Dauer nicht akzeptiert werden. Wir fordern deshalb, dass wir feste Obergrenzen für Exportüberschüsse vereinbaren. Was würde das für Folgen haben? Das würde die Folgen haben, nicht, dass wir weniger exportieren müssen automatisch. Im Gegenteil, es würde die Folge haben, dass wir als Bundesrepublik Deutschland alle möglichen Anstrengungen unternehmen müssen, um zu höheren Importen zu kommen, um damit zu einem Ausgleich zwischen Export und Import. Übrigens, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es im Stabilitätsgesetz von 1967 bereits vom Deutschen Bundestag so beschlossen wurde. Dieses Gesetz ist nach wie vor in Kraft. Und ich finde es ungeheuerlich, dass die Bundesregierung ein bestehendes Gesetz der Bundesrepublik Deutschland schlichtweg ignoriert. Wir brauchen eine Exportüberschussbremse als Wachstumsmotor für das Inland. Denn die Folge wäre natürlich, dass man sich überlegen müsste in der Bundesrepublik, wie kommt man zu höheren Importen. Das wäre eben dann gegeben, wenn man die Lohnbremsen, die wir gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland haben, schlichtweg abschaffen. Und es würde dann dazu kommen, wenn man zum Beispiel einen Mindestlohn einführen würde, es würde dann dazu kommen, wenn wir entsprechend drastisch höhere Löhne in der Bundesrepublik Deutschland hätten, die natürlich auch zu höheren Importen führen würden. Momentan ist das Problem, dass unser Exporterfolg eben nicht nur den Menschen sozusagen in der Gesamtheit zur Verfügung gestellt wird, denen zugutekommt, sondern eben insbesondere denen, die in der Exportwirtschaft als Unternehmen tätig sind. Wenn jetzt so eine Exportüberschussbremse, so ein Export-Import-Verhältnis, wie es die Amerikaner angeregt haben, auf weltweiter Ebene nicht geht, wäre es zumindest notwendig, so etwas wie einen europäischen Stabilitätspakt in der Weise zu ergänzen, den europäischen Stabilitätspakt in der Weise zu ergänzen, dass tatsächlich die Euro-Staaten zum Ausgleich ihrer Leistungsbilanzen verpflichtet werden. Ziel könnte sein, dass man ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht europaweit zur Zielsetzung erklärt, dass man gleichzeitig Obergrenzen für Leistungsbilanzüberschüsse auf EU-Ebene vereinbart, dass man sich zum Beispiel zum Ausgleich der Leistungsbilanzüberschüsse von innerhalb von 4 Jahren erklärt und sagt, innerhalb von 4 Jahren muss es ausgeglichen werden und dass wir sowas machen, wir ein Alarmsystem dann, wenn
ein Land ganz besondere Überschüsse auf Kosten anderer erzielt. Ich denke, die Bundesregierung sollte freiwillig eigene Anstrengungen unternehmen, wie die Bundesrepublik nun auf dieses Ungleichgewicht reagiert. Und ich denke, dass diese Notwendigkeit auf die Tagesordnung der Bundesrepublik Deutschland gehört. Und momentan sind wir da tatsächlich eher am Zaun und gucken zu, was die anderen tun und sind nicht bereit, die eigenen Fehler zu revidieren. Bei der Krisenbewältigung, die sich daraus ergibt, muss Deutschland eine Führungsrolle einnehmen. Wir wollen, dass es ein Verbot gibt, an den Finanzmärkten auf Staatsbankrotte zu wetten. Das ist ein Vorschlag, der auch in der Diskussion schon ist. Aber wir wollen eben auch eine entsprechende Stärkung der Inlandsnachfrage, indem, ich habe es bereits angesprochen, die Lohnbremsen rausgenommen werden aus dem Arbeitsrecht, der Mindestlohn eingeführt wird, Leiharbeit entsprechend reguliert wird, Befristungen entsprechend geregelt werden, also dass es wirklich zu mehr Nachfrage in der Bundesrepublik Deutschland kommt. Zweitens zur Rente ab 67. Diese Woche legt die Bundesregierung einen Bericht vor. In dem gegenwärtigen Gesetz ist vorgesehen, dass die Bundesregierung gemeinsam mit dem Parlament zu überprüfen hat, ob denn die Voraussetzungen für die Rente ab 67 überhaupt gegeben sind. Wir möchten noch mal eindeutig und klar herausstellen, es ist ungeheuerlich, dass die Bundesregierung schon bevor der Bericht überhaupt vorliegt, sagt, es bleibt bei der Rente mit 67. Damit ignoriert sie auch an dieser Stelle ein Gesetz, das in der Bundesrepublik Deutschland beschlossen wurde. Wir stellen fest, dass es aufgrund der vorliegenden Zahlen nicht akzeptabel ist, die Rente, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Einfach aus einer ganz einfachen Zahl heraus. Wir wissen, dass im Alter von 64, also in der Altersgruppe, in der die Menschen dann länger arbeiten sollen, nämlich 65, 66, dass genau in dieser Altersgruppe der 64-Jährigen nur 10% eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben und nur 6,4% eine sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung. Das heißt, für 90% ist die jetzt stufenweise erfolgende Anhebung des Rentenalters nichts anderes als eine Rentenkürzung, weil die Abschläge drohen. Das ist Fakt und das ignoriert die Bundesregierung in eklatanter Weise. Wer kurz vor der Rente im Übrigen arbeitslos wird, und da haben wir eine ganze Reihe von Menschen, die das sind, diese Menschen haben dann schlichtweg die Situation, dass sie keinen neuen Job finden und für die ist es natürlich ebenfalls nur eine Rentenkürzung. Wir wissen, dass mehr als ein Fünftel, nämlich 22%, aus Erwerbslosigkeit in die Rente gehen und wir wissen, dass nur 18% aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in die Rente gehen. Also ein Zustand, der das, was ich vorher gesagt habe, nochmal untermauert. Das tatsächliche Renteneintrittsalter liegt zurzeit deutlich unter 65. Es liegt im Jahr 2008 bei 63,2 Jahren. Es stimmt, dass dieses durchschnittliche Renteneintrittsalter sich nach oben entwickelt hat. Es ist aber nach wie vor deutlich unter 65 und damit ist das Ziel, dass die Menschen weiterarbeiten, für einen großen Teil überhaupt nicht möglich. Das eigentliche Problem sind die Rentenabschläge. Knapp die Hälfte aller, nämlich 46,6% der, die in Rente gehen, mussten 2008 Abschläge in Kauf nehmen. Die Abschläge beliefen sich im Durchschnitt auf 115 Euro. Im Osten ist es übrigens noch deutlich höher und das zeigt, dass schon jetzt durch das jetzige Rentensystem der Abschläge die Renten deutlich nach unten gedrückt werden. Mit der Rente ab 67 würde sich das weiter verschärfen. Das dritte Thema, die Debatte zu den 1-Euro-Jobs. Wir haben nun vom Bundesrechnungshof bestätigt, dass die 1-Euro-Jobs wahllos vergeben werden und mehr als die Hälfte der Fälle keine Voraussetzungen für die Förderung beinhalten. Damit entstehen letztendlich Kosten von 1,7 Milliarden Euro pro Jahr. Und die Hochrechnung dieses Befunds auf ca. 280.000 1-Euro-Jobs im Jahresschnitt bedeutet, dass der Staat mit seinen 1-Euro-Jobs reguläre Arbeitsverhältnisse nicht nur behindert, sondern verhindert. Es ist offensichtlich so, dass ohne dass das Gesetz zur Geltung kommt, Menschen in 1-Euro-Jobs gejagt werden und damit vernünftige Jobs letztendlich vernichtet werden. Das
bestätigt unsere Position, die wir immer hatten. Wir wollen, dass die 1-Euro-Jobs abgeschafft werden und unsere Alternative ist öffentlich geförderte Beschäftigung. Der Staat muss letztendlich die Verantwortung für die Beschäftigungspolitik übernehmen. Dann muss allerdings der Maßstab sein, nicht 1-Euro-Jobs, Arbeitsgelegenheiten, sondern eben reguläre Beschäftigung zu Tariflöhnen. Zum Bundesparteitag der CDU, zu meinem vierten Thema. Die Selbsteinschätzung von Frau Merkel, sie wäre Kanzlerin aller Deutschen, die entbehrt nun wirklich jeder Grundlage und ist eine grandiose Selbstüberschätzung. Frau Merkel ist Kanzlerin der Konzerne, der Spekulanten und der Lobbyisten. Ich möchte das an folgenden Punkten deutlich machen. Sie ist zumindest keine Kanzlerin der Arbeitslosen, sonst würden gerade im Arbeitslosengeldbereich nicht nur 5 Euro Erhöhung erfolgen. Sie ist auch keine Kanzlerin der Arbeitnehmer. Sie blockiert einen Mindestlohn, lässt weiter Leiharbeit und befristet die Beschäftigung zu. Sie ist auch keine Kanzlerin der Rentner. Sonst würde sie nicht das Rentenalter auf 67 Jahre erhöhen wollen. Sie ist auch keine Kanzlerin der Familien, sonst würde die Elterngeldstreichung nicht erfolgen. Sie ist auch keine Kanzlerin der Krankenversicherten, sonst hätten wir nicht die Kopfpauschale bei der Krankenversicherung. Und sie ist auch keine Kanzlerin des globalen wirtschaftlichen Ausgleichs, sonst hätten wir die Debatte um die Exportbeschränkungen nicht nötig. Deshalb, meine Damen und Herren, wir sind der Auffassung, diese Politik muss sich grandios ändern. Und momentan ist unsere Einschätzung, dass die Uneinigkeit der Opposition eigentlich sozusagen die Lebensversicherung der gegenwärtigen Regierung ist. Dabei ist es allerdings auch so, dass sich SPD und Grüne offensichtlich total überschätzen, was sie selber hinkriegen wollen. Die Alternative zur Schwarz-Gelb ist keine andere Farbkombination, sondern ein anderer politischer Inhalt und der ist ohne uns nicht möglich. Zum letzten Thema, was meine Partei betrifft. Wir haben einen Landesparteitag in Rheinland-Pfalz hinter uns. Wir haben dort einen personellen Neuanfang begonnen. Der Parteitag war, trotz aller unterschiedlicher Positionen, die es vorher gab, ein Erfolg. Die Linke zieht in den Landtagswahlkampf und wir wollen als soziale Kraft auch dort einen Politikwechsel hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit organisieren. Zweitens, wir haben im Sachsen-Anhalt in der Landesvertreterinnenversammlung nun einen Spitzenkandidaten mit hervorragendem Team gewählt. Die Linke zieht geschlossen und mit hervorragenden Voraussetzungen dort in den Wahlkampf. Wir sind auf Augenhöhe mit der CDU, letztendlich im Kampf um den ersten Platz. Und wir wollen dort den Führungsanspruch geltend machen und auch einen Politikwechsel im Sinne der Bürgerinnen und Bürger erreichen. Letztes Thema Bayern. Es ist mir aus der Presse bekannt geworden, dass der dortige Landesschatzmeister einen Brief geschrieben hat an Herrn Lammert. Der liegt mir leider nicht vor. Vielleicht hat ihn einer von Ihnen, dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie ihn mir auch zugänglich machen könnten. Ich kann Ihnen deshalb keine detaillierte Stellungnahme zu diesen Vorgängen geben. Der Brief ist mir, wie gesagt, nicht bekannt. Aber wir haben natürlich schon Anlass, darüber nachzudenken, wie wir mit so einem internen Vorgang umgehen. Und das tun wir auch. Wir sind der Auffassung, und das zeigt uns all das, was wir in Vorbereitung von Rechenschaftsberichten bisher gemacht haben. Unsere Rechenschaftsberichte sind ordnungsgemäß erstellt, sind von Wirtschaftsprüfer geprüft und damit auch ordnungsgemäß eingereicht worden. Und es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn sich dort was anderes ergeben würde. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, zu diesem letzten Punkt, würde ich Sie bitten, sie an den Schluss zu stellen. Unser Bundesschatzmeister Herr Raju Sharma ist mit anwesend und könnte Ihnen dann gegebenenfalls noch detailliertere Fragen beantworten. So, das war's von meiner Seite.